ich lese, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Haut-Haare bin ich angekommen bei Cyclopirox, in Klammern Nagellack, Klammer zu. Das ist grün, geeignet bei Nagelpilzen. Ich lese den erläuternden Text. Cyclopirox wird vor allem bei Nagelpilzen eingesetzt, weil es als Lack aufgetragen werden kann. Dadurch verbleibt der pilztötende Wirkstoff lange auf der Nageloberfläche, was die Behandlung erleichtert. Ein komplizierter Satz. Dadurch verbleibt der pilztötende Wirkstoff lange auf der Nageloberfläche, was die Behandlung erleichtert. Die therapeutische Wirksamkeit ist insbesondere im Frühstadium der Erkrankung belegt. Wichtig zu wissen: Damit der Lack besser eindringt, feilen Sie die Nageloberfläche vorher an. Bei der Behandlung müssen Sie viel Geduld aufbringen. Bei Fingernägeln wird der Lack etwa 6 Monate, bei Zehennägeln 9 bis 12 Monate lang angewendet. Bei Fingernägeln wird der Lack etwa 6 Monate, bei Zehennägeln 9 bis 12 Monate lang angewendet. Wenn der Nagel dann immer noch nicht pilzfrei nachgewachsen ist, sollte eine Behandlung mit verschreibungspflichtigen Tabletten erfolgen. Die Haut um den Nagel herum kann sich bei Kontakt mit dem Lack röten. Sie kann jucken und brennen. Wenn sich die Haut um den Nagel rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Mangels Erfahrungen sollten Sie den Lack bei Kindern nicht anwenden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Über die Risiken einer Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit gibt es keine Erkenntnisse. Sicherheitshalber sollten Sie das Medikament nicht oder nur unter Aufsicht eines Arztes anwenden. Es geht weiter mit harmstoffhaltigen Mitteln. Und da gibt es zum einen ein grünes geeignetes Mittel, das ist Bifonazol und Harmstoff, und ein gelbes mit Einschränkung geeignetes Mittel, das ist Harnstoff und hautpflegende Substanzen.